Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, sowas wie alt oder neu. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Ihr wollt Robux kaufen und uns kostenlos unterstützen? Dann gebt einfach den Starcode CPET ein beim Kauf von Roblox Premium oder Robux. Dankeschön. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur täglichen Ladung Roblox Mad City. Heute ein mega cooles Video. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Und Leute, ihr könnt auch gerne, wie immer, den Starcode CPET benutzen und uns Fotos auf Discord reinschicken. Dann sehen wir, wer uns so supportet. Ihr werdet eingeblendet im Video. Und ja, vielen Dank für eure Unterstützung. Und hallo an Thomas. Und Hallöchen an Patrick, Hallöchen an dich. Und schön, dass du mit am Start bist. Pat hat schon alles Wichtige gesagt. Und jetzt könnt ihr euch auf ein mega geiles Video freuen. Genau. Leute, wir haben nämlich gestern, oder beziehungsweise ich hatte gestern die Möglichkeit, schon mal was ganz, ganz Exklusives zu testen. Und zwar haben Thomas und ich euch ja schon mal erzählt, dass es bald soweit sein wird, dass die quasi an Mad City 2 arbeiten, dass die Auto Engine neu programmieren, alles ein bisschen neuer machen, schöner machen und so weiter. Und genau, da ist die Sache, ihr wolltet wissen, wann das rauskommt. Das wissen wir natürlich nicht. Es gibt kein Datum dafür. Wir wissen nur, dass die schon relativ weit sind. Und gestern Abend war es soweit, da konnten ein paar Leute das Ganze mal austesten, wie die neuen Autos fahren, wie die Engine ist, ob sie noch hängen bleiben und alles drum und dran. Und das konnte ich alleine testen auf einem Server. Da konnte ich mit einem Boot fahren, da konnte ich mit einem Auto fahren, da konnte ich mit einem Helikopter fliegen, mit einem Jet konnte ich fliegen. Also mit allen Fahrzeugen konnte ich mal ein bisschen rumtesten, was ich mega nice finde. Und das werden wir euch auch gleich zeigen. Vorne ab, bevor wir euch das Ganze zeigen. Das Ganze war, wie gesagt, nur ein provisorischer Server, wo quasi nur die Fahrzeuge drauf waren und so eine ganz improvisierte Map. Ne, also wundert euch nicht, dass das eine sehr komische Map ist, sage ich jetzt mal. Aber es ist von den Mad City Entwicklern. Ich sage auch im Video, dass ich euch das Spiel in die Beschreibung packe. Das Problem ist, dass der Server mittlerweile offline ist. Also ihr könnt das nicht mehr testen. Deswegen werde ich euch den Server logischerweise nicht in die Beschreibung packen, weil ihr kommt ja gar nicht drauf. Ne? Das macht ja keinen Sinn. Genau, das macht keinen Sinn. Und ich war ganz verblüfft. Der liebe Pat hat mir das heute Morgen erzählt. Und ich dachte mir nur so, hä? Das war gestern ganz spontan. Genau, das war gestern ganz spontan. Krass, wirklich. Also da habe ich mich echt gewundert. Aber wir dachten, wir nutzen das direkt, weil, wie Pat schon sagte, da konnte nicht jeder drauf. Das ist echt faszinierend. Das ist eine und er konnte es einfach testen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist ja mega interessant und echt großer Meilenstein auch wieder in Mad City. Genau. Und ich würde sagen, wie das Ganze aussieht, das blenden wir euch jetzt einfach mal ein. So, Leute, wir sind jetzt hier in-game und ihr seht wahrscheinlich schon, wir sind nicht in Mad City. Das ist allerdings das offizielle Testgelände von Mad City. Hier kann man Autos testen, wie sie wahrscheinlich bald sein werden. Also, die wollen ja ein neues Fahrverhalten reinbringen und man kann hier oben ein Auto spawnen und hier wird das Auto gespawnt. Nicht wundern, Leute, wir haben hier auch keine Sounds oder sowas, aber das ist auch nur provisorisch. Und man merkt auf jeden Fall, die Beschleunigung ist etwas anders. Das Fahrverhalten von den Autos ist auch viel, viel realistischer, wenn man es sich mal ein bisschen anschaut. Auch das Driften ist viel realistischer geworden und man kann hier sogar solche Loopings fahren. Ah, oh mein Gott, okay, da braucht man noch ein bisschen mehr Speed, denke ich einfach mal. Okay, ich nehme jetzt mal ein bisschen Speed, ein bisschen mehr Anlauf und jetzt vielleicht, ja, ganz knapp geschafft. Also man merkt, es ist viel, viel realistischer gemacht. Das finde ich wirklich richtig, richtig gut. So, ja, hier haben wir es nicht geschafft. Und man sieht auf jeden Fall auch, dass die Autos nicht irgendwo einfach willkürlich hängen bleiben, was ja immer so ein kleines Problem war. Und auch das Driftverhalten ist echt nice, also ich bin sehr, sehr überrascht und wenn das so reinkommt ins Spiel, dann würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. So, ich steig mal ganz... Okay, das haben wir jetzt einfach mal nicht gesehen. Keine Ahnung, was das sollte, aber das ist auf jeden Fall ein Bug. So, ich spawn jetzt einfach nochmal ganz kurz hier ein Plane. So, das hier ist ein Flugzeug, Leute. So, kann das Ganze jetzt hier mal starten? Ja, ich würde das gerne mal fliegen hier. So, steigen wir ein. Einmal hier einsteigen. Hö, ich kann hier irgendwie nicht einsteigen. Ah, jetzt. Okay, jetzt geht's. Lol, das fliegt ja viel, viel besser. Viel smoother. Oh mein Gott. Das gefällt mir auf jeden Fall jetzt schon deutlich, deutlich besser. Alter, als wenn das reinkommt ins Spiel. Leute, das ist sehr, sehr nice.
Ich werde euch das Spiel auch nochmal in die Beschreibung packen, wenn ihr wollt. Weil, ja, ich weiß halt nur nicht, ob das überhaupt noch spielbar sein wird, wenn ich das Video hier online stelle. Das war gerade sehr spontan. Vor einer Minute wurde dieser Link erst veröffentlicht. So, jetzt gehe ich mal zum Jet rüber. Alter, der Jet, der ist auf jeden Fall... Alter, was? Sogar so Loopings kann man easy peasy machen. Das wäre natürlich mega geil. Okay. Ich spring mal ganz kurz hier raus. Ja, da sind wir knapp daneben geflogen. Nehmen wir mal kurz hier noch den Helikopter mit, würde ich sagen. Helikopter, einmal bitte neu spawnen. So, okay, da haben wir den Helikopter. Ah, okay, Helikopter ist wahrscheinlich noch nicht so realistisch. Ja, ich glaube, Helikopter ist noch, wird noch ausgearbeitet, weil da muss ich sagen, finde ich das jetzt nicht so gut. Da fand ich das alte besser. Also unabhängig jetzt von dieser Animation, die abgespielt wird, oder wobei, ist an sich gar nicht schlecht. Also ich glaube, wenn die Animation von den Rotoren noch verändert wird, was natürlich der Fall sein sollte, dann wird das gar nicht mal so verkehrt. So, und dann haben wir natürlich nicht zu vergessen auch nochmal hier Boote. So, einmal Boot hier, so, zack, Boote. Ja gut, die Boote funktionieren logischerweise nur im Wasser. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob ich hier auf Wasser fahren kann. Ich probiere es mal aus. Jo. Lol. Okay, da bin ich jetzt aber ein bisschen zu weit geslidet, könnte man sagen. Ja. Okay. Da muss ich mich aber nochmal ganz kurz hier ins Wasser begeben. Ich kann auch leider nicht sprinten. Moment. So, jetzt hier nochmal ganz kurz rein. Lol. Okay. Lol, das ist nice. Das gefällt mir auf jeden Fall. Viel, viel besser. Auch viel realistischer. Also dieses Fahrverhalten von den Autos, wenn das so reinkommt, Leute, da können wir uns auf jeden Fall freuen. Natürlich hoffe ich, dass die Autos oder Fahrzeuge nicht mehr an jeder Stelle hängen bleiben, weil das ist eine Sache, die mich wirklich total stört. Aber so viel dazu. Also ihr habt jetzt den ersten Einblick bekommen. Und ja, dann sehen wir uns wieder in-game. Alter, hier selbst Wasser, das bounced. Alter, wie die springen. Seht ihr das? Lol. Okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Aber wie die Boote hier im Wasser springen, das finde ich so nice gemacht. Also richtig cool. Mega. Aber gut, dann sehen wir uns in-game zurück. So, Leute, jetzt habt ihr es gesehen, wie das Ganze aussieht, wie das funktioniert und sowas. Und ja, im Endeffekt könnt ihr natürlich jetzt gerne mal eure Meinung zum neuen Fahrsystem in die Kommentare schreiben. Ich meine, das Driften hat sich ja beim Auto so ein bisschen verändert. Das Fahrverhalten auch vom Helikopter, alles ein Ticken anders. Aber meiner Meinung nach, und das ist natürlich nur meine Meinung, ist es auf jeden Fall viel, viel besser. Weil mir wird es auch schon ausreichen, wenn die Autos nicht an jeder Stelle hängen bleiben. Das sage ich euch ganz ehrlich, ne? Ja, das ist ein wesentlicher Punkt, ne? Der geht einen richtig auf den Senkel. Auf jeden Fall. Momentan, wenn man irgendwie herumfährt, an jeder dritten Kante bleibt man hängen. Die Autos sind nur fahrbar, wenn sie wieder höher gelegt werden. Genau. Und das ist halt wirklich nervig, ne? Genau. Wie soll man da Optik tunen, ne? Genau. Das ist natürlich dann nicht möglich. Die Autos sind eigentlich aktuell nur fahrbar, wenn man die ganz, ganz hoch legt oder auf Standard lässt, weil alles andere auf Mittel oder auf Low, das ist eigentlich schon zu tief, ne? Ja, das ist der Punkt, das ist der springende Punkt. Deswegen, also ich bin mal gespannt, was da reinkommt ins Spiel. Auf jeden Fall. Aber, ne, wie gesagt, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, sowas wie alt oder neu. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben oder Hashtag alt, Hashtag neu. Je nachdem, was ihr halt besser findet. Ich finde neu besser. Und ich bin natürlich auch total gespannt, ob die was auch an diesen, an der Grafik verbessern, weil die haben ja gesagt, die arbeiten an, ja, einer general überholten Version von Mad City, könnte man sagen. Und die sollen ja schon... Nach dem Motto, aus alt macht neu, ne? Genau, die sollen ja auch schon sehr weit sein. Wie weit, wollen sie nicht sagen. Sie wollen auch kein Release festlegen, was, wie gesagt, besser ist, unserer Meinung nach. Und, oh, Kollege, das ist jetzt aber... Das wollen wir hier aber nicht machen, ne? Oh, jetzt hat er hier eine Shotgun. Kann ich den überhaupt treffen? Ah, ich will hier einer holen. Aber ich werde einfach mal jetzt hier abhauen. So, Kollege. Weil der wird eh nicht nachkommen, oder? Kommt danach? Ich weiß es nicht. Weil die meisten, die failen ja hier schon beim Jump'n'Run. Deswegen, das ist immer ganz nice. Oh ja, Kollege, das war nicht die beste Entscheidung von dir. Was ein Fail. Der war irgendwie richtig heiß darauf, mich zu töten. So, und ja, dann habe ich den einfach da in diese... Oh, wer ist denn das hier? Dann habe ich ihn einfach da beim... beim Nachtclub-Überfall in diese Laser... in dieser Laserabteilung gelockt.
Und ich konnte da relativ schnell durchrushen, weil ich damit ja schon vertraut bin. Und der hat da irgendwie ein bisschen rumgezappelt, dann habe ich ihn abgeschossen und er war schon tot. Richtig krass. Lustig. Ey, ist der Diamantenüberfall gerade noch geöffnet? Nee. Glaub nicht. Ah, ist okay, weil ich bin drin. Aber obwohl, ich Diamanten weiß, ich sehe es gerade nicht, ich sehe es gerade nicht. Okay, ja gut, dann sage ich dir mal. Nee, er ist zu. Jetzt gerade ist er zu. Ich konnte mir ganz normal Diamanten abstauben. Jetzt immer noch? Ja. Hey, also er ist gerade bei mir zumindest zu. Naja. Gut, ja. Leute, aber wir haben jetzt auch eigentlich alles geklärt. Wir wollen das auch gar nicht zu lang halten, das Video. Dementsprechend gerne mal kommentieren, liken und abonnieren. Natürlich auch nicht vergessen für weitere coole Roblox-Videos. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann und ciao. Ciao.